Servus, grüßt euch zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Wir sind diesmal in Graz und weil ich auf euch gehört habe, habe ich auch dieses Video wieder geteilt, weil ihr wollt ja die langen Videos nicht. Und nach dem Intro geht's los. Sudala, jetzt sind wir in Graz gekommen. Nächste Unterkunft, das heißt Star Inn. Ich habe jetzt mit einem Frühstück nicht ganz 200 Euro gezahlt, 197 glaube ich waren es, für 3 Nächte. Scheint alles da zu sein, was man so braucht. Zum Laden, nur Steckdosen. Ablagen sind anscheinend nur da. Schauen wir. Balkon haben wir. Die Aussicht ist natürlich nicht so. Aber besser werden Hosen geschossen. Weil dieser Trödelmarkt direkt gegenüber unseres Hotels war, warfen wir natürlich einen Blick hinein. Für meinen Chef war es, ihr könnt es euch wahrscheinlich denken, Abfall. Aber kundige Augen könnten hier wohl ein Schnäppchen machen. Heute gehen wir wieder bei strahlendem Sonnenschein. Obwohl das Internet seit 2 Tagen länger sagt, stimmt alles nicht, Kasko. Heute gehen wir mal in die Grazer Altstadt und grasen da alles ab, was wir uns vorgenommen haben zum Anschauen. Das wäre das Rathaus, die Murinsel, der Uhrenturm und morgen noch das Waffenmuseum. Hier sehen wir das Grazer Rathaus. Das erste Rathaus, die alte Kanzlei, wurde 1803 abgerissen und durch dieses Gebäude ersetzt. Die Fassade und einige Anbauten wurden nach und nach bis 1894 angebracht. Erst 2001 wurden die 4 Allegorien. Die Kunst, die Wissenschaft, der Handel und das Gewerbe, nachgebildet und an ihrem ursprünglichen Ort aufgestellt. An diesem Tag hatten wir außerdem das Glück, Künstler, die nur Sand benutzten, bei ihrer Arbeit zu beobachten. Das ist jetzt die Murinsel und das ist eigentlich eine Brücke mit in der Mitte eben einer künstlichen Insel auf Kufen gebaut und bei Niedrigwasser stellt sie die Insel mit den Kufen auf den Grund und bei Hochwasser geht die mit hoch, sozusagen passt sie die Brücke mit der Insel an den Wasserstand an und ist einmalig in Europa. Sehr geil. Als Graz 2003 zur Kulturhauptstadt Europas wurde, baute man dieses Ding. Das Kunsthaus Graz, im Volksmund Friendly Alien,
genannt, beinhaltet ein Museum für zeitgenössische Kunst. Wir meinen, es sieht eher aus wie eine hässliche Wärmflasche und passt irgendwie nicht in die Stadt. Und schon gar nicht in diese Gegend. Auf dem Weg zum Schlossberg mit seinem Uhrenturm warfen wir noch einen Blick in die Maria-Hilfer-Kirche. Wir haben jetzt da den Hackerlöwen und da hat ein Major mit 896 Soldaten 8 Sturmangriffe von 3000 napoleonischen Soldaten standhalten können. Und darum hat er das Denkmal gekriegt. Also eine dreimal so große Übermacht haben die da herum 8-mal abgeschlagen. Sehr geil. Der Grazer Schlossberg ist ein gewaltiger Fels, auf dem das Wahrzeichen von Graz, der Uhrenturm, steht. Mit seinen 123 Metern ist der Berg zwar nicht besonders hoch, dafür kann man den Uhrenturm schon vom Grazer Hauptplatz aus erspähen. Der Uhrenturm wurde 1265 erstmals erwähnt und birgt 3 Glocken in sich. Die Stundenglocke, die Armensünderglocke und die Feuerglocke. Außer dem Grazer Wahrzeichen befindet sich der 34 Meter hohe, achteckige Glockenturm mit seiner Glocke, die man liebevoll Liesel getauft hat, auf dem Schlossberg. Das war's mit dem ersten Teil von Graz. Ich hoffe, ihr schaut beim zweiten Teil wieder ein. Bis dahin, servus, pfiat euch und bleibt gesund, euer Mediamandi.